Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe der Multimedia Leserbriefe. Heinrich ist leider zurzeit in Urlaub, deswegen kümmere ich mich heute allein um einen ganzen Stapel von technischen Anfragen. Fangen wir zum Beispiel an mit Stefan Günther. Stefan kommt aus Regensburg und er fragt uns, es gibt ja viele neue Soundkarten, aber wie klingen die eigentlich? Oh, da sind wir wieder. Unsere nächste Frage ist von Simon von Niederhäusern aus der Schweiz. Und er will wissen, wo habt ihr denn diese vielen tollen Demos immer her? Wir werden von vielen Lesern immer wieder gefragt, wo kriegt ihr eigentlich die tollen Spiele-Demos her? Nun, das bleibt unser kleines Geheimnis. Manche Fragen bleiben leider doch unbeantwortet, aber ganz sicher weiterhelfen können wir Frank Schneider aus Dresden. Frank möchte nämlich wissen, der DMV Verlag macht doch sicherlich noch andere Sachen als nur dieses PC Player Magazin. Erzähl doch mal ein bisschen drüber. Nun Frank, extra für dich haben wir uns gestern Nacht hier in das Gebäude nochmal eingeschlichen, nachdem alle nach Hause gegangen sind und geguckt, woran die Kollegen so arbeiten. Wir haben es beinahe geschafft. DMV, Verlag für Computerzeitschriften und Software. Unser Ziel, heute Nacht. Kommen Sie mit rein. Hier befinden wir uns in der Botanikabteilung des DMV Verlages. Hier wird nicht geschrieben, sondern gezüchtet. Diese Pflanzen sind völlig resistent gegen 2 Liter Kaffeesatz pro Tag und können sich auch gegen Zigarettenasche ganz wunderbar durchsetzen. Optimal für jedes Großraumbüro. Dort drüben sehen wir noch ein anderes Modell. Schwenk bitte. Und hier sehen Sie an der Braunfärbung der Blätter, das war noch nicht ganz optimal und da muss noch ein wenig dran gearbeitet werden. Kaum hat die Deutsche Bundespost die 5-stelligen Postleitzahlen eingeführt, da wird bei DMV auch schon an neuen Systemen entwickelt. Hier beispielsweise sehen Sie das 300er Ablagefachsystem unseres Chefwissenschaftlers Otto A., der daran arbeitet, ganz Deutschland mit nur 300 Codenummern zu erfassen und in diesen Mappen sämtliche Post innerhalb von 4 Stunden zuzustellen. Wie fortschrittlich man im DMV-Verlag arbeitet, kann man an diesem traurigen Beispiel besonders gut sehen. Dieser Hochleistungs-Pentium war vor wenigen Monaten noch das absolute Spitzengerät, gewann Geschwindigkeitstests, doch jetzt ist es nur noch gut dafür, Pakete als Sackkarre durch die Gänge zu tragen. DMV ist aber auch in der Gastronomie tätig. In diesem geheimen Flur haben wir ein besonderes Objekt entdeckt. Die größte Salatschüssel der Welt. Ich muss sie schnell wieder zurückrollen, bevor jemand was merkt. Jetzt sind wir am Schreibtisch eines Kollegen angelangt, der offensichtlich neue Methoden der Arbeitsorganisation ausprobiert. Sehen Sie selbst. Völlig geordnet, ein kompletter Jahrgang Pressemitteilungen, wichtige Meldungen und andere Dinge, die ein Redakteur unbedingt braucht. Aber auch als Mäzen der bildenden Künste will man sich bei DMV versuchen. In dieser exklusiven Galerie sind beispielsweise mehrere moderne Werke der Künstler Porsche und Kneidel ausgestellt. Ganz schön pfiffig und innovativ, der DMV-Verlag, nicht wahr? Aber die am meisten gestellte Frage unserer Leser ist weiterhin, wie geht das bei euch in der Redaktion eigentlich zu? Nun, deswegen zum Abschluss dieser Leserbriefe ein kleines Statement zum Thema Büromöbel. Weißt du, Boris, ich möchte auch so einen schönen guten Stuhl haben wie du. Ja, Jörg, aber du musst eins wissen, da habe ich fast 10 Jahre lang dran gearbeitet.